Stammtisch mit Herz, präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann in Halle. Hallo, Herr Westphal. Ja, hallo. Alles klar? Alles klar. Kommt schon gegolft heute? Nein, Herr Westphal war noch nicht golfen heute. Aber was nicht ist, kann man ja noch nachholen, sage ich immer. Und das werde ich heute in der Mitte auch machen. Aber das war jetzt erstmal ein kleiner Ausschnitt von meinem morgendlichen Spaziergang, bevor ich mich dem eigentlichen Thema der Woche widme. Das erfolgreichste Bild, kann ich übrigens auch sagen, nachdem ich gerade nach Hause kam und gesehen habe, wie ich in dem Film aussehe, war mir erstmal rasiert. Und das erfolgreichste Bild von gestern beschäftigt sich auch mit dem Thema Rasur. Schauen wir uns das mal an. Vorher, nachher. Der direkte Vergleich. Wir hatten ja ein Wochenthema und das Wochenthema waren die Gruppen oder sind die Gruppen, weil die Woche ist ja noch nicht vorbei. Also ich persönlich würde gerne über jede Gruppe oder über jede Seite, die interessant ist, etwas Wichtiges oder Interessantes berichten, wenn ihr mir die Informationen dazu gibt. Das heißt also für Quotes of Life, die coolen alten, für Jörg Lehmanns Media Entertainment oder aber auch für die Facebook-Klinik. Und ich habe auch eine neue Seite gestern hergestellt, und zwar über die Wohnzimmershow. Die Wohnzimmershow war ja die Vorläufershow dieser Sendung. Und einer der Stammgäste der Wohnzimmershow war ja Rudi Rabe, neben Frau Mümmelmann der absolute Star der Sendung. Ich würde mich über ein paar Likes zu dieser Seite noch freuen, denn 30 muss man, glaube ich, haben, damit man da irgendwie handlungsaktiv ist. Naja, die kriegen wir vielleicht heute zusammen. Also gebt euch mal Mühe und liked die Seite der Wohnzimmershow, denn die Sendung ist ja nicht eingestellt, sondern weil ja Frau Mümmelmann in die Schweiz gezogen ist, nur ein bisschen auf Eis gelegt. Immer wenn sie kommt, drehen wir ja hier wieder was. Und ich verspreche, wir machen auch wieder neue Wohnzimmershows. Das ist nun eine Versprechung oder eine Drohung. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Samstag. Gebt nicht so viel Geld aus, wenn es das jetzt gegeben hat. Ne? Denkt an die Tiere. Langsam draußen, es wird nämlich kalt. In Freudenberg 12 Grad. Nun ja, okay. Macht's gut, bis morgen und